Guten Tag, mein Name ist Tomopoulos, Kostas Tomopoulos. Ich bin heute im Atelier von Heribert Elzer, einer der bekanntesten Maler von Andernach, der Region und vielleicht von Deutschland überhaupt, meiner Meinung nach. Und ich will heute anlässlich eines Umzugs seines Ateliers in der Taverne Olympos mit ihm darüber, über seine Kunst reden und über die Projekte, die er im Moment macht und was er in der Zukunft vorhat. Heribert, guten Tag. Guten Tag, Kostas. Ich darf doch Kostas sagen, dafür kennen wir uns ja schon zu lange. Genau, vielleicht stellst du dich erstmal vor. Ja, ich meine, diejenigen, die mich hier noch nicht kennen sollten, also ich bin der Heribert Elzer, bin ja jetzt schon seit einigen Jahren hier in Andernach, auch in der Eisengasse ansässig mit meinem Atelier, das man jeden Tag auch besuchen kann. Das ist morgens von 8.30 Uhr bis abends in die bis 20, 21 Uhr im Sommer oft geöffnet. Jeder kann unverbindlich zu mir kommen, kann beim Arbeiten ein bisschen zuschauen, kann sich informieren über die verschiedenen Maltechniken, die ich mache und auch natürlich über den Unterricht, den ich anbiete und wo ich noch mal gerne darauf hinweisen möchte, dass ich hier eben auch eine kleine Malschule betreibe, in der man die verschiedensten Techniken der Malerei erlernen kann. Das war eine lange und umfassende Vorstellung. Danke, lieber Heribert. Wir sitzen hier vor einem Bild, das ist der bekannte Wissenschaftler Einstein. Ist da eine besondere Beziehung zum Einstein? Eigentlich noch nicht mal eine besondere Beziehung, sondern mich faszinieren ausdrucksstarke Köpfe. Egal, ob die Person jetzt eine Person der Weltgeschichte ist oder ob das irgendein normaler Mensch ist, der hier in Andernach oder auch irgendwo sich aufhält. Und Einstein betrachte ich, ich finde dieses Gesicht insofern interessant, weil er quasi eine Gesichtslandschaft für mich auch zeigt. Das ist eine Herausforderung zum Zeichnen, wo man den Charakter eines Menschen auch sehr gut durch die Gesichtszüge herausarbeiten kann. Und das ermöglicht einem der Bleistift natürlich insofern, weil man durch die unterschiedlichen Schattierungsmöglichkeiten, die man hat, so eine lebendige Darstellung eines Menschen bringen kann. Es ist natürlich so, jeder kennt eventuell auch das Café Einstein in Koblenz und im Hinterkopf trage ich mich mit dem Gedanken, diese Zeichnung später einmal dem Café zu präsentieren. In der Hoffnung, vielleicht sie da mal ausstellen zu können oder vielleicht auch, dass sich mal ein Ankauf daraus ergeben könnte. Ja. Danke, lieber Heribert. Gesichtslandschaften. Ich bin eben auf mögliche Projekte angesprochen worden. Da kann ich also schon etwas mitteilen. Und zwar werde ich jetzt über die Wintermonate sogenannte Gassenhauer von Andernach malen, die im nächsten Jahr im neuen Rathaus von Andernach gezeigt werden sollen. Das ist unter Absprache mit Herrn Oberbürgermeister Achim Hütten in der vergangenen Woche passiert. Und das ist ein Projekt, das ich mir jetzt über die Wintermonate vorgenommen habe. Könnte vielleicht für den ein oder anderen Andernacher interessant sein, weil ich Blickwinkel zeige, die nicht alltäglich sind und die jedem vielleicht nicht direkt so ins Auge fallen. Das ist das, was in den nächsten Wochen ansteht. Das ist sehr interessant. Du hast ja bereits ein Projekt hier aus einer Stadt in der Nähe durchgeführt? Ja, und zwar war das dieses Jahr im Sommer, dass ich eine Serie von Gassen, ich habe die Gassenhauer genannt, von Monreal gemacht habe. Übrigens ein wunderschöner Ort, der sich etwa 30 Kilometer von Andernach befindet, wenn man Richtung Hohe Acht, Richtung Nürburgring fährt, hinter Mayen. Und da habe ich mich 14 Tage aufgehalten und habe eine atmosphärische Serie von Monreal gemacht, die auch zum Teil mit einigen Ansichten ab dem 12. in der Taverne Olympos zu sehen sein wird. Also da kann man sich mal davon überzeugen, wie die Art der Darstellung ist. Und sowas projiziere ich quasi dann auch auf die Gassen von Andernach. Das heißt, du malst Landschaften, du malst Ansichten von Straßen, du malst Gesichtslandschaften. Wir sind bei fast allen deinen Bildern die Augen aufgefallen. Die scheinen einen direkt anzuschauen. Ja, das ist, ich denke mal, dass im Porträt eines Menschen die Augen das Entscheidende sind. Die Augen müssen lebendig sein.
Und mit den Augen kommunizieren die Menschen, wenn sie sich das erste Mal begegnen. Augen drücken sehr viel aus. Und ich versuche immer zuerst Leben in ein Auge zu bringen und dann entsteht im Grunde genommen der Kopf wie von selber drumherum. Aber die Augen sind ganz, ganz wichtig. Wenn die Augen leblos sind, da kann alles andere noch so interessant gezeichnet oder gemalt sein, aber dann hat der Kopf irgendwo keine Aussage. Und deshalb sind Augen so wichtig. Herbert, du hast das studiert eigentlich. Ja, gut. Zu mir kommen oft die Leute und sagen, ja, sie können das ja, weil sie studiert haben. Das ist aber falsch. Man kann solche Dinge nur begrenzt lernen. Wenn man solche Art, ich möchte jetzt sagen, wenn man diese Art der künstlerischen Umsetzung lernen könnte, dann wäre es eigentlich nichts Besonderes mehr. Es muss einem vom Talent her in die Wiege gelegt worden sein. Und bei mir war das eben so, dass mein Großvater, dem viele hier in Andernach noch bekannt sein, der vielen noch bekannt sein sollte, der auf der Ecke Breite Straße, Karlstraße sein Atelier bis vor 15, 20 Jahren hatte, der hat also Bilder sehr verbreitet hier in Andernach. Das waren mehr Blumenstillleben, Landschaften, aber von ihm habe ich quasi die Gene übernommen, die ich dann weiterentwickelt habe zu dem, was ich heute künstlerisch mache. Du bist ein Vollblutkünstler, du lebst das richtig aus. Ich bin ein Vollblutkünstler, der das richtig auslebt. Mit allen Höhen, mit allen Tiefen. Also ich sag euch, wer so etwas beruflich machen möchte, der soll sich von großem Luxus und von irgendwelchem anderen Schnickschnack verabschieden. Man muss da sehr genügsam sein, das heißt in vielen Dingen, aber dafür hat man etwas, was viele, um das einen viele Menschen beneiden. Es ist etwas Wunderbares, wenn man in seinem Atelier sitzen kann, nachts, und man schafft etwas und man sieht, wie mit jedem Strich etwas geschaffen wird, etwas entsteht. Das ist etwas total Befriedigendes und das kann man eigentlich mit nichts anderem vergleichen. Das ist ein so schönes Erlebnis, dass man es mit nichts anderem vergleichen kann. Bei der Vorstellung sagtest du, du wohnst hier in der Eisengasse direkt am Marktplatz. Ist das nicht ein bisschen teuer? Ja, das ist schon ein ziemlicher Kostenapparat, der hier monatlich zu stemmen ist. Aber ich habe Gott sei Dank einen sehr, sehr netten Vermieter, der da Geschichte sehr großzügig, möchte ich mal sagen, mit mir handhabt. So nach dem Motto Leben und Leben lassen, weil er auf dem Standpunkt steht. Es ist wichtig, dass man solche Menschen wie mich, das sind seine Worte, nicht meine, dass man die in der Stadt hält, weil die eben für die Gesellschaft und für das kulturelle Leben wichtig sind. Und weil ich eine aussterbende Spezies bin, von denen es nicht mehr viele gibt, aber er möchte, dass diese Spezies am Leben erhalten wird. Und deshalb leistet er seinen Beitrag und wir haben ein gutes Arrangement gefunden, wie das hier auch weiterlaufen kann. Wunderbar, Herbert. Also du bist am Marktplatz in Andernach zu finden, in der Eisengasse. Jeder darf dich besuchen. Ja, natürlich. Jeder darf zu mir kommen. Wie gesagt, ab morgens 8 Uhr ist mein Atelier geöffnet. Niemand ist zu irgendetwas, schon gar nicht zu einem Kauf verpflichtet, obwohl ich mich natürlich gerade jetzt in der vorweihnachtlichen Zeit freuen würde, das ein oder andere anfertigen zu dürfen. Man zum Beispiel ein schönes Kinderporträt für die Großeltern vom Enkelchen oder eine kleine Parklandschaft oder irgendetwas anderes, eine Kleinigkeit, ein kleines Unikat, das wirklich eine gewisse Einmaligkeit hat und das man dann zu Weihnachten als persönliches Geschenk überreichen kann. Gut, wie kann man den Kontakt zu dir aufnehmen? Telefonisch bist du ja ganz schlecht zu erreichen. Ja, telefonisch bin ich ganz schlecht zu erreichen. Ich werde etwa in 3 Wochen neue Internetseiten haben, aber telefonisch ist es so, dass man draußen sich auf meinem Firmenschild insofern schlau machen kann. Da steht eine E-Mail-Adresse, man kann sich also über E-Mails an mich wenden oder auch die beiden Telefonnummern sich aufschreiben oder direkt durchs Fenster mich rufen. Wenn das Fenster auf ist, bin ich meistens da und dann komme ich nach vorne und gebe sofort Auskunft, wie man mich in Zukunft erreichen kann. Also nach meiner Erfahrung, Zettel unter der Tür schieben klappt. Oder Zettel unter der Türe durch. Wunderbar. Ich gehöre noch zu den wenigen Menschen, die kein iPhone haben.
so etwas auch nicht bekommen, sondern da geht's alles noch handschriftlich mit dem Zettel oder einem schönen Brief unter der Tür durchgeschoben oder mir vielleicht auch mit der Post zugestellt. Das finde ich noch schön. So sind die Künstler. Also du wohnst in der Eisengasse, du lebst von der Kunst, ja. Und du gibst Unterricht. Ja ich gebe Unterricht, Kurse, rein im Zeichnen und in der Ölmalerei, nicht im Aquarellieren und in der Acryltechnik, weil ich mich eben in meinem Leben speziell auf diese beiden Techniken, man kann sagen, spezialisiert habe. Und da kann man natürlich fundiert auch von mir erfahren, wie Bilder klassisch altmeisterlich aufgebaut werden. Also das heißt, wer meine Arbeiten kennt, weiß, dass ich sehr handwerklich ausgerichtet bin, dass mir natürlich auch moderne Kunst gut gefällt. Aber ich persönlich von meinem Naturell und von meinem Charakter her eher den alten Meistern schon immer von klein auf zugetan war. Und deshalb trägt meine Malerei oder meine Art zu zeichnen auch die Handschrift der alten Meister. Hier müssen doch Millionen von Striche drauf sein auf diesem. Millionen weiß ich es nicht, ich habe also noch nie nachgezählt, aber es kommt schon einiges zusammen. Also wenn ich jetzt mal einen Cent pro Strich bekäme, wäre schon mal ein opulenter Urlaub oder irgendwas anderes möglich. Aber Costa, du hast schon recht, in so einer Zeichnung stecken letztendlich etwa 120 bis 150 Minimum Arbeitsstunden in so einer Zeichnung. 150 Arbeitsstunden, das ist eine volle Woche durchgearbeitet, ohne Schlaf. Ja. Oder einen Monat. Ja, weil man kann auch nicht permanent an so einer Zeichnung bleiben, weil das Schwierige ist immer, die Spannkraft an so einer Zeichnung aufrechtzuerhalten. Immer wieder jeden Tag mit dem gleichen Enthusiasmus da dran zu gehen. Und Sie kennen das ja auch von sich, man ist nicht jeden Tag gleich gut motiviert. Man hat manchmal Tage, da geht's einfach nicht. Und man ist ja auch keine Maschine, die auf Knopfdruck irgendwelche Qualität abrufen kann. Ich merke sofort, heute läuft's oder heute lässt du mal wieder die Arbeit stehen und arbeitest an einer anderen Sache. Also man kann sagen, dass sich der Arbeitsprozess an so einer Zeichnung wie der Zeichnung von Einstein, die Sie jetzt hier sehen, etwa über 4 bis 6 Wochen hinzieht. Ich hatte letztens ein Interview mit meinem Freund Fred Schäfer-Schellhammer und der sagte von der finanziellen Seite der Kunst, dass die öffentliche Hand etwas mehr tun sollte. Wie ist deine Meinung darüber? Ja, da muss ich ihm recht geben, denn die öffentliche Hand hat ja, so viel ich weiß, immer einen gewissen Fonds zur Verfügung, der für künstlerische Arbeiten ausgegeben werden soll. Und natürlich freut man sich, wenn die Stadt auf einen zukommt und zum Beispiel sagt, Herr Elser, könnten Sie für uns das oder das machen oder etwas ankaufen würde. Da würde ich mich freuen, wenn da von Seiten der Stadt vielleicht ein bisschen mehr passieren würde und nicht, dass wir immer zur Stadt hingehen müssen, um die Stadt auf diese Dinge aufmerksam zu machen, sondern dass man von Seiten der Stadt, sprich auch des Kulturamtes, einmal selber die Idee hat, Künstler in ihrem Atelier zu besuchen und vielleicht mal über diverse Projekte zu sprechen, die man zusammen realisieren könnte. Du fühlst dich also vernachlässigt? Vernachlässigt möchte ich in dem Sinn nicht sagen. Wie gesagt, ich habe ja jetzt mit Herrn Hütten besprochen, dass wir die Geschichte mit den Andernacher Gassen machen, dass da im nächsten Jahr eine Vernissage stattfindet, die von der Stadt ausgerichtet wird. Also das finde ich ja schon ein Entgegenkommen. Ich könnte mich über etwas mehr Zuspruch von Seiten der Stadt schon freuen. Herbert, vielen Dank. Ich habe zu danken. Thank you.